Hallo, willkommen zurück zum Jörn YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Reinke. Es freut mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Was ich Ihnen heute sagen möchte zunächst mal ist, dass ich das ganze Thema natürlich nicht alleine mache. Ich habe hinter der Kamera einen Kollegen von mir, den Herrn Schiebel, unseren Vertriebsingenieur, der gerade nicht rausfahren kann zu Kunden, deswegen drehen wir Videos. Er macht auch den Schnitt und sorgt für die coolen Einblendungen, die hier hinterher im Video immer wieder rein- und rausfahren. Jetzt zum eigentlichen Thema. Das Thema des heutigen Tages ist die Schlitzbuchse. Die Schlitzbuchse ist das Produkt der Jörn GmbH. Davon will ich heute erzählen. Jetzt muss ich erstmal meinen Laptop beiseite räumen, weil ich den Platz brauche, um euch die Schlitzbuchsen zu zeigen. Die Schlitzbuchse. Ich zeige erstmal das größte Teil. Das rolle ich mal hier so rein, weil mir das zu schwer ist. Das hier ist die größte Schlitzbuchse, die wir machen. Das sind natürlich enorme Kräfte, die hier übertragen werden, die hier ertragen werden. Was macht diese Schlitzbuchse? Diese Schlitzbuchse wird eingesetzt beim Pistenbully und dient dafür, dass die Ketten des Raupenfahrzeuges gespannt werden. Das ist das, was diese Schlitzbuchse hier macht. Dann haben wir noch, ich greife mal wieder nach links, die kleinste Schlitzbuchse. Die ist so klein, mal so im Vergleich. Ja. Diese Schlitzbuchse sitzt in einer Fliehkraftkupplung zum Antrieb der Nebenaggregate eines Busses, um das Kühlaggregat zu betreiben. Das sind einfach mal so die Dimensionen, in denen Schlitzbuchsen möglich sind. Viel kleiner ist kaum sinnvoll, dann kann man das nicht mehr ordentlich herstellen. Viel größer ist auch kaum sinnvoll, dann kann man das nicht mehr ordentlich einbauen. Die Schlitzbuchse jetzt, woher hat die Schlitzbuchse ihren Namen? Ich rolle mal die große hier aus dem Weg wieder. Und nehme stattdessen so eine aus der üblichen Größenordnung her, ist einfacher zu zeigen. Nun, wir sind Ingenieure, ich sagte es bereits im letzten Video. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir nennen die Schlitzbuchse Schlitzbuchse, weil sie einen Schlitz hat. Dieser Schlitz ist im Außenrohr, geht durch den ganzen Gummikörper bis zum Innenrohr durch. Warum ist das so? Da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Denn man muss dafür wissen, wie man den Gummikörper idealerweise belastet. Gummi kann man hervorragend belasten auf Druck. Da erträgt das Material enorm viel. Sie können es schlecht belasten auf Zug, dann geht es relativ schnell kaputt. Nehmen Sie sich ein Gummiband zu Hause, ein Weggummi, ziehen Sie ein paar Mal dran, dann reißt es. Das ist bei allen Materialien, Gummimaterialien etwa das Gleiche. So, jetzt hat Gummi noch einen weiteren Aspekt. Wenn man das in der Form spritzt, es wird in einem Spritzgussverfahren hergestellt, ist das ganze Material ziemlich heiß und es schrumpft hinterher. Das heißt, der Gummikörper zieht sich zusammen. Wenn Sie jetzt ein starres Außenrohr, ein geschlossenes Außenrohr haben, bei so einer Buchse, stellen Sie sich mal den Schlitz vor, er wäre nicht da, dann gibt natürlich das Außenrohr überhaupt nicht nach. Das bleibt in den Abmaßen, in der Form, wie es auch produziert worden ist. Das bedeutet, dass der Gummikörper alleine schon nach dem Herstellen unter großen Zugspannung steht. Und folgend dem, was ich eingangs gesagt habe, ist das etwas, was sehr, sehr schlecht ist für den Gummikörper. Das reduziert die Lebensdauer enorm. Was macht man dagegen? Da gibt es natürlich Maßnahmen. Man kalibriert die Außenrohre. Das heißt, mit Druck verringert man den Außendurchmesser. Okay, ist der ein oder andere Millimeter für notwendig. Dann erst hat man im Gummikörper einen neutralen Zustand. Bei der Schlitzbuchse ist es so, dadurch, dass es Außenrohr eben geschlitzt ist, ist es für sich gesehen deutlich elastischer. Das heißt einfach, durch die Zugspannung des Gummikörpers zieht sich das Außenblech zusammen und der Gummikörper ist auch nahezu spannungsfrei, wenn das Bauteil aus dem Werkzeug kommt. Spannungsfrei ist immer noch nicht gut genug. Es wird in der Regel radial in dieser Richtung belastet und zwar recht hoch. Wenn wir hier jetzt eine Kraft drauf geben, dann bleibt das Innenrohr ortsfest und wir haben hier oben im Gummibereich eine Druckspannung und unten Zug. Nicht gut. Was machen wir dafür? Wir spannen den Gummikörper vor. Das heißt, die Buchse wird eingepresst beim Einbau. Der Schlitz hier wird nahezu geschlossen. Und damit steht der Gummikörper insgesamt unter einer Druckspannung. Wenn das richtig ausgelegt ist,
ist es so gemacht, dass diese Druckspannung so groß ist, dass auch bei den größten radialen Belastungen diese Spannung nicht aufgehoben wird, sodass der Gummikörper immer unter Druck steht. Und jetzt wiederum, erinnern Sie sich bitte an das, was ich eingangs gesagt habe, Druck ist etwas, was der Gummi sehr gut ertragen kann. Insofern kann man auf diese Art und Weise ein extrem hoch belastbares Bauteil erzeugen. Bei der geschlossenen Buchse geht das im Prinzip auch. Da können Sie natürlich auch den Außendurchmesser noch etwas weiter reduzieren, um eine Vorspannung zu erzeugen in dem Gummikörper. Sie können aber niemals so viel Vorspannung erzeugen wie bei der Schlitzbuchse. Das bedeutet, dass bei diesem Bauraum die Schlitzbuchse das am höchsten belastbare Gummimetallteil ist, was Sie sich vorstellen können. Die Schlitzbuchse ist erfunden worden bei der Jörn GmbH. Das ist leider schon einige Jahre her, die Patente sind unglücklicherweise ausgelaufen. Was kann man noch zur Schlitzbuchse sagen? Wie gesagt, radial extrem hoch belastbar. Sie wird oft eingesetzt als Drehgelenk, ne, für so kleine Verdrehungen, die wir so haben. Dafür wird das Gummi auf Schub, auf Drehschub belastet. Auch das erträgt der Gummikörper sehr, sehr gut. Und ein Extrembeispiel für solche Sachen haben wir hier. Dies ist eine Schlitzbuchse mit einer sogenannten Pratze. Die Schlitzbuchse ist zweischichtig. Warum nennen wir sie zweischichtige Schlitzbuchse? Nun, wie gesagt, wir sind Ingenieure und suchen sehr technische Bezeichnungen. Wir nennen sie zweischichtig, weil wir zwei Gummischichten haben. Dazwischen ist, das kann man hier vielleicht erkennen, dass man sieht die Erhebung, noch ein Zwischenblech eingelegt, was ebenfalls geschlitzt ist. Diese Konstruktion in dieser Art und Weise ist nur möglich bei der Schlitzbuchse. Wozu führt denn das? Was ist der Effekt dieser zweiten Schicht? Nun, es macht das Teil mal etwas teurer. Für uns ist das etwas mehr Umsatz. Das ist gut. Aber wo ist der Kundennutzen? Das ist ja das Entscheidende für Sie am Ende aller Tage. Dazu muss ich wieder ein ganz kleines bisschen ausholen und was über Gummi erzählen. Gummi ist ein Werkstoff, der nicht kompressibel ist. Das heißt, wenn Sie drücken, bleibt das Volumen gleich, Sie verdrängen das Volumen nur. Wenn Sie die Zwischenschicht sich wegdenken würden, würden Sie das Volumen leichter hier auf zur Seite drängen können. Mit anderen Worten, die Buchse wird in dieser Richtung weicher. Das ist mal gut und mal nicht gut. Wenn Sie eine hohe Steifigkeit in dieser radialen Richtung haben wollen, dann setzen Sie eben ein Zwischenblech ein. Dadurch wird das Gummi an der Ausdehnung weiter behindert und das Ganze wird sehr viel steifer. Es wird sehr viel härter, Sie können es höher belasten und es federt weniger stark ein. Das ist manchmal gut, wenn man eine Belastung haben möchte, bei der das Bauteil verdreht, sich aber in der Richtung möglichst wenig verformen soll. Wir nennen das Führungseigenschaften. Und das erreichen Sie eben durch den Einsatz dieses Zwischenbleches. Sie erhöhen die Steifigkeit in der Richtung, behalten aber die Verdrehweichheit in dieser Richtung bei, weil die einzig und allein abhängt davon, wie hoch der Gummikörper insgesamt ist. Wie viel kann man sowas verdrehen? Was schätzen Sie? Raten Sie mal. Nun, diese Buchse, speziell, ich sag's Ihnen, diese Buchse wird verdreht bis zu 70 Grad. Wow, 70 Grad, das ist von hier bis ungefähr so weit. Das ist enorm, oder? Das macht diese Buchse rein elastisch im Gummi. Das kann sie natürlich nicht beliebig oft machen. Das funktioniert so etwa 4.000 bis 5.000 Mal. Und dann ist irgendwann auch dieses Material am Ende. Aber der Einsatz dieses Bauteils ist ein Fahrerhaus-Kipplager. Das heißt, ein LKW-Fahrerhaus wird um diese Achse gekippt. Und das passiert etwa einmal im Tag, so ist die Auslegungsgröße gewesen. Macht also 365 Mal im Jahr und das Ganze mal 10 Jahre, soll also knapp 4.000 genau sind es nämlich 3.650, knapp 4.000, man rundet ja gerne auf, kommt ein Sicherheitsfaktor dazu. So ergibt sich die Anzahl der Lastwechsel, die das erträgt. Und das kann diese Buchse. Wenn Sie den Verdrehwinkel reduzieren auf, sagen wir mal, 30, 40 Grad in etwa, dann geht die Zahl der möglichen Kippungen oder der möglichen Verdrehung extrem in die Höhe. Solche Bauteile sind eingesetzt, solche ähnlichen Bauteile, im Fahrwerk von LKW. Da sitzen die drin, Lenkerlager, und da machen die genau das. Die Verdrehungen, die sie dort ertragen müssen, liegen so etwa bei 10, 15 Grad. Einige wenige Fälle haben höhere Verdrehungen.
Dieses Beispiel hier ist nochmal ein Sonderfall. Das erkläre ich nochmal zu einem gesonderten Anlass. Das ist ein Blattfederaugenlager. Da haben wir noch einige weitere spezifische Features mit eingebaut. Deswegen hat man hier auch noch Ringe aufgepresst. Das ist eine Sonderform der Schlitzbuchse, aber eben auch Belastung auf Verdrehung. Und gerade dieses Lager soll sich radial, also in dieser Richtung hier, nahezu nicht bewegen. Jetzt haben wir noch eine typische Schlitzbuchse, kann eben auch so aussehen. Das ist ein typisches Teil. Oder so, das hier sind alles sogenannte einschichtige Schlitzbuchsen, die relativ weich, verglichen mit so einer zweischichtigen, relativ weich in radialer Richtung sind, sich aber gut verdrehen lassen. Man kann sie herstellen mit verschiedenen Innenrohren, mit einem massiven Innenrohr, sodass man dort einen Bolzen durchschieben kann und verschrauben kann. Man kann es so etwas machen, hier wird ein Innenrohr nochmal eingepresst, hier kann man verschiedene andere Bauteile noch einpressen. Man kann es mit so einer Pratze vulkanisieren, so kann man auch eine gute Varianz darstellen. So, ich glaube, jetzt habe ich die Schlitzbuchse hoffentlich umfangreich erklärt. Wenn Sie Fragen haben dazu natürlich, melden Sie sich bitte jederzeit per Kommentar hier im YouTube, schicken Sie uns eine E-Mail, kontaktieren Sie uns, ich denke, auf den diversen Kanälen YouTube, Internet etc. www.ion-gmbh.de. Finden Sie noch weitere Informationen, Sie finden auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns auf jede Anregung und dann sage ich mal vielen Dank für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke und bleiben Sie gesund.